best thing to start a journey into the US is being sick. Ich bin zum Glück wieder gesund. Und der Chris ist unser Fahrer. Einer muss. Und ich bin krank. Aber ist nicht schlimm. Zur Not gehe ich da in Quarantäne, heule einfach so lange, bis die mich wieder rauslassen und dann bin ich da. So, Freunde, wir nehmen euch jetzt mit nach New York. To the city that never sleeps. Also dann, viel Spaß. Es wird wieder Vlogs geben. Nicht vergessen, abonnieren, liken, teilen. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Frühstück am Frankfurter Flughafen. Die Katrin ist krank. Und der Pepper ist mit dabei. Zu unserem Apartment, weil ein Gast vor uns den Schlüssel mitgenommen hat. Jetzt probieren wir unsere Vermieterin anzurufen und hoffen, dass sie uns einen Ersatzschlüssel bringt. Sonst stehen wir jetzt hier im Regen und ich komme mir gerade vor wie in Thailand. Alles voller Kabel und Hupen, es fehlen nur noch die Tuk-Tuks. Und Katrin ist da drüben in dieser wunderschönen Autowerkstatt. Wir haben es geschafft, wir haben den Schlüssel und das ist unser Apartment. Tada! Geiler Kühlschrank. Und jetzt schauen wir uns mal die Zimmer an. Einmal. Badezimmer. Und jetzt
suchen wir mal das zweite Schlafzimmer. Da ist es. Tada! So, wir haben uns noch eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken gekauft. Sandra hat die Dimension des Way of Life dann heute erst irgendwie geschnallt. Juhu! Sie kam nämlich auf die Idee, oh, guck mal, da gibt es auch ein Family Meal. Ja, das ist halt für eine Großfamilie, ich habe es schon verstanden. Guten Appetit und gute Nacht. Wir sind fix und alle. Bis morgen. Thank you.